Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind eben gerade knapp 11 Kilometer gefahren und vor uns etwa 200 Meter Entfernung Luftlinie ist der Leuchtturm an der südlichsten Spitze Dänemarks. Da fahren wir auch gleich hin. Jetzt müssen wir nur noch den Leuchtturm linke Hand umfahren und dann fahren wir an die Südspitze. Da hinten die kleine Erhebung, das ist Geetzer Odde. Da müssen wir dann wohl hin. Einsam und verlassen. So, angekommen. Da liegt sie genau vor uns. Die Südspitze Dänemarks. Und das zur anderen Seite, nach Norden. Traurig, dass so eine Ruine hier rumsteht. Ganz schön windig hier, ja? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Und die Ostsee nagt an dem Gebäude hinter uns auch schon ganz schön. Ja, ne? Ist auf der rechten Seite da, fehlt schon ein Stück. Ja, schauen wir uns dann gleich mal an. Wir haben ja die südlichste Spitze von Finnland uns angesehen. Ja. Aber Schweden wird wohl nicht klappen, ne? Nee. Das haben wir jetzt hinter uns, da kommen wir nicht mehr zurück. Bei der nächsten Skandinavien-Runde nehmen wir uns das vor. Vielleicht. Vielleicht. Gut. So, jetzt fahren wir nach Geetzer. Ja. Fährhafen aufklären, gucken, was da so abgeht. Und dann geht es wieder zurück zum Campingplatz. Im Hintergrund sehen wir schon einige Teile vom Fährhafen. Trostlos hier. Wie ausgestorben. Wir gehen unserem Ende entgegen. Unserem? Nein, unserem gemeinsamen Reiseende. Tourende. Ja. Nach 2,5 Monaten kann man schon mal wieder daran denken, nach Hause zu fahren.
Strahlruder ist in Gang gekommen. Und da erholen sich die Kormorane. Halbe Stunde Verspätung. Kommen wir dann erst um 14:45 in Warnemünde an. Dort ist der Leuchtturm zu sehen von der Südspitze Dänemarks. Da waren wir ja gestern. Die Hälfte haben wir geschafft. Die Gegenfähre ist schon an uns vorbeigefahren. Da saßen wir noch vor einigen Minuten unten im Lokal. Der Kühlturm vom Kraftwerk Rostock ist schon gut zu erkennen. Das hat ja der Rotor richtig Speed aufgenommen. Ja. Er dreht sich ja wie verrückt. Man könnte meinen, wir hätten ein schwimmfähiges Wohnmobil. Otti, siehst du das hier? Minus 10 Meter? Das sieht aus wie ein Tauchboot. Ja, ein schwimmendes Tauchwohnmobil. Okay. 18 Meter, geht es ja noch tiefer unter Wasser. Dreht sich immer wieder hin und her. Ja, jetzt zeigt noch ein bisschen Geschwindigkeit an. Jetzt mal wieder 0, 1,6. GPS-Signal kommt, aber es wird schon langsamer jetzt hier. So, jetzt steht er. Jetzt ist er dran.